Future Stars Boniface und Ukeba. Der eine ist leider etwas überteuert, dafür hat mich der andere aber extrem positiv überrascht. Wir fangen an mit Victor Boniface, endlich ein Bundesliga-Stürmer, da gibt es wenig Auswahl. Ich weiß, wollen einige nicht hören, aber Kane ist nicht gut genug in FC 24, deswegen war ich auf die Boniface-Karte sehr gehypt, muss aber sagen, ich bin etwas enttäuscht worden. Es war klar, dass Boniface nicht der beweglichste ist, das hat mich aber gar nicht so gestört, das war in Ordnung. Ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Tempo gewünscht. Ich habe den ein paar Mal durchgesteckt und der ist den Verteidigern nicht gerade davongelaufen. Das kann aber auch daran liegen, dass der bei diesen L1-Dreieckbällen extreme Probleme mit der An- und Mitnahme hatte und deswegen wurde dann eingeholt. Man musste zu früh in den Abschluss gehen, immerhin konnte man zur Not noch einen Powershot zünden. Dafür ist Boniface aber ein spielender Stürmer, gute Stats im Passspiel und echt viele Playstyles in diesem Bereich. Vor dem Tor kann man nicht meckern und physisch natürlich ein Monster. Ich fand die Karte in Ordnung, nicht mehr und nicht weniger, aber die Coins ist der auf keinen Fall wert. Lukeba hat mich auf jeden Fall positiv überrascht, gutes Tempo, stark im Zweikampf, fängt viele Bälle ab, physisch ist der stabil. Ich hätte mir noch den Waschbären als normalen Playstyle gewünscht. Problem an der Sache, die Bundesliga hat ein Überangebot an guten Innenverteidiger bei diesem Spiel. Der einzige, der aber wirklich besser ist, ist Kim Min-jae.